Peace, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir mit Enshrouded. Ja, ich nehme jetzt gerade aktuell direkt nach dem letzten Part auf, weil es einfach so viel ultra krassen Spaß macht. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt in diesem Part noch nicht auf eure Kommentare eingehen kann. Das holen wir aber auf jeden Fall nach, versprochen. Falls ihr noch nicht meinem Discord-Server beigetreten seid, dann fühlt euch frei, das zu tun. Den Link findet ihr in der Beschreibung sowie in der Infobox. Und lasst doch auf jeden Fall gern einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Also dann, viel Spaß, Leute, und bis später. Im letzten Part sind wir nicht hier stehen geblieben, sondern da hinten oben bei der Glutwacht. Und ich denke, dass wir da tatsächlich alles abgesucht haben, was irgendwie nur ging. Deswegen würde ich sagen, sollen wir jetzt weiter am Haus bauen oder sollen wir die erste Quest machen? Erstmal, bevor ich es vergesse, möchte ich kurz mal hier reparieren gehen. Und, ach so, stimmt, ich habe ja Teer im letzten Part gefunden und kann deswegen jetzt einen geteerten Holzblock machen. Davon brauche ich 5 Teer. Ich habe aber aktuell nur 2. Aber das eilt jetzt auch überhaupt nicht, glaube ich. Wow, Hilfe! Okay, das war natürlich nicht so, wie ich es geplant hatte. Also hässlich. Hallo? Ich möchte dich looten. Soldat? Geht irgendwie nicht. Naja, egal. Das Spiel ist geil, du machst halt die Tür auf, plötzlich kommt ein Schaf angepäst und ein Wolf hinterher. Und ich sperre mich draußen aus, anstatt drinnen ein. Egal. Repariert haben wir auf jeden Fall alles. Und deswegen schauen wir uns mal kurz jetzt diese Quests an. Finde den schlafenden Überlebenden. Das werden wir jetzt als allererstes machen. Zielreise durch das Miasma. Standort? Fragezeichen. Auf der Karte anzeigen mit F. Es ist jetzt hier. Als Wegpunkt setzen zum Tagebuch. Wir setzen uns das mal als Wegpunkt, oder? Macht das Sinn? Ich denke schon. Dann let's go. Ich habe mir übrigens gerade Erfrischungsstäbchen reingepfiffen, weil ich so Hunger habe. Aber ich war zu faul, mir was zu machen, weil ich unbedingt weiterspielen wollte. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Das sind die hier. Die habe ich als Kind schon immer gemampft. Und jetzt habe ich die ganze Zeit so Lust drauf gehabt, dass ich mir die geholt habe. Die Pilze sammeln wir. Die kann ich aber auch nicht immer essen tatsächlich, sondern da muss ich echt Lust drauf haben. So, hier waren wir ja beim letzten Mal auch schon kurz. In diesen 2 Zelten und wie es aber ausschaut, ist das Zeug hier respawned. Ist dann auch, war da nicht eine Kiste? Ah ja, genau, hier. Und da sind wieder Holzpfeile drin. Ach, jetzt habe ich vergessen, mein Inventar auszuleeren. Naja, gut. Ist jetzt nicht so wild, hoffe ich. Feuersteinpfeile habe ich gefunden. Nice. Neuer Ort markiert. Brälenbrücke. Ja. Machen wir hier aus denen wieder Kleinmist? Nee, Kleinvieh? Nee, doch. Können wir denn über diese Brücke drüber? Hier, den können wir auch noch verarbeiten. Du kommst hier ohne Greifhaken nicht weiter. Suche stattdessen einen Weg durch das Miasma. Okay. Also der Typ ist in der Richtung. Und es gibt Fallschaden. Das heißt, ich glaube, ich gehe hier runter, weil da war ja, glaube ich, auch noch der Weg hier lang. Wartet mal, sammeln. Ah, hier sind wieder Pfeile. Geil. Sammeln, sammeln, sammeln. Hallo, hallo. Okay, hab ihn. Hier ist der Weg. Aber hätte ich da nicht einfach rüberspringen können? Gute Frage. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal ausprobieren. Hier ist eine Kiste und was zum Lesen. Wieder Holzpfeile. Als würde das Spiel riechen, dass ich auf Bogenschütze gehen will.
Tagebuch des Hauptmanns, Tag 20. Neue Geschichtsseite, Erbauer und die Flamme. Wir sind hungrig. Wir mussten die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen. Die Flammenkrypta und alle im Inneren sind jetzt sicher und müssen es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir wohl unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unseren sicheren Tod bedeuten. Hauptmann Arkwright. Arkwright is always right. Hahaha. Hallo, geht kaputt. Danke. Was dir wird hier schöne Sachen? Das Übliche. Was ist denn das für eine fancy Pflanze? Kann ich die irgendwie klein machen? Bin gespannt, ob sie irgendwas bringt. Da ist auf jeden Fall was runtergefallen. Was ist denn da? Miasma-Flüssigkeit. Was macht die denn? Die verflüssigte Essenz des Miasmas, geerntet von Gewächsen unter dem Nebel. Die braune Flüssigkeit gibt einen violetten Dampf ab und wird für viele mächtige alchemistische Zwecke verwendet. Okay. Bleibe auf dem Pfad, auf das du... Bleibe auf dem Pfad, auf das du nicht der Brut des Miasmas zum Opfer fallen mögest. Die Erlösung ist nah. Danke für den Hinweis. Kann ich die kaputt hauen? Ja. Ist da was rausgekommen? Nee. Tja, ich weiß jetzt auch nicht. Also ich muss ja eher so in die Richtung. Aber er hat mir gesagt, ich soll auf dem Weg bleiben. Tja, das ist immer so eine Sache, ne? Ih, da ist ja so ein Vollhorst. Die Kappe. Okay. Den durchsuchen wir doch gleich mal. Oh, neue Geschichtsseite. Erbauer und die Flamme. Tagebuch des Hauptmanns. Und ich habe irgendeinen Ring gefunden. Gucken wir uns gleich mal an. Bin ich hier safe? Siegelring des Wächterältesten. Plus 8 Ausdauerpunkte, plus 10 Lebenspunkte. Ausrüsten? Wo ist er? Hier. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Lebenspunkte sind immer gut. Ih, das wird diese blöde Pflanze. Ich hasse die. Machen wir mal hier weiter. Plündern. Was ist das? Durchsuchen. Garn und Stoffsetzen. Also durch das Plündern hier kriegt man eigentlich ja schon echt viel Zeug in hier. Eine bessere Waffe oder so wäre aber auch mal nicht schlecht. Ich darf die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Das noch schnell kaputt und lesen mal. Ne, was ist das hier? Die Sanduhrkapsel stellt eine verbleibende Zeit im Miasma wieder her. Sie wird bei der Verwendung verbraucht und kann nicht im Inventar aufbewahrt werden. Drücken wir mal E. Ah, cool. Da wird also meine Zeit wieder aufgefüllt. Das ist nicht schlecht. Hier ist ein Bett mit irgendeinem komischen Pflanze. Ah, jetzt ist sie kaputt. Hier haben wir wieder Garn und Holzscheite. Und was haben wir hier? Harz. Und Holzscheite. Gehen wir... Ja, gut. Also, ich glaube, es macht am meisten Sinn, jetzt geradeaus zu gehen. Ich denke, da müssten wir rüberkommen, oder? Zumindest macht er mir da das Licht an. Ich denke, das passt schon so. Was ist hier? Wieder Kisten. Ah, warte mal. Was habe ich gefunden? Miasmaholz. Geister, Magierstab bei Alchemist. Coole Sache. Und Miasmaholzblock bei Werkbank. Cool. Die muss ich mir später auf jeden Fall mal anschauen. Aber wenn ich Miasmaholz gefunden habe, dann müsste man doch im Miasma auch Bäume abbauen können, oder?
Da muss ich mal schauen. Ah, hier ist also die Brücke. Okay, dann lass uns mal da hochdüsen. Und was ist das hier? Feuerstein. Grober Feuersteinblock und mehr. Krass, also man findet schon echt viel Zeug. Was ist das hier? Ein Ding. Lagerfeufeu. Hier ist ein Stein drin. Kann man die wieder kaputt machen? Ja, aber da war jetzt nichts. Was hat der von hier das alles? Es ist praktisch, dass man so viel Garn findet. Lesen. Oh, das ist auch wieder so lang. An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lasst mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, das ist groß, also fett geschrieben, also muss es irgendwas bedeuten, die uns so nahe ist, solch Reichtümer an Erz liefert. Aber eines ist sicher, ich werde diese Brücke nach meiner lieben verstorbenen Tante fünften Grades Braelin nennen. Braelin, ja, oder? Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Gezeichnet Kate Hawthorne. Hawthorne? Keine Ahnung. Okay, na gut. Gut zu wissen, also müsste sich irgendwo hier eine Mine befinden. Da hinten düst ein Wolf rum, aber wir müssen in diese Richtung. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir doch mal da lang. Es ist so schön hier. Irgendwie manchmal denke ich mir, ich würde auch gerne in so einer Zeit leben, wo man sich selber noch Sachen aufbauen kann. Oh. Kurz mal eine Beere mampfen. Wo ist der? Dürfte mich ja so nicht treffen, oder? Okay, der ist auch easy. Schön mit Öl. Metallschrott, Tierfell, Stofffetzen. Ist jetzt hier noch irgendwas? Da kann man, glaube ich, wieder durchsuchen. Ja, genau. Holzpfeil und Wasser. Was ist denn das? Entschärfen? Aha. Hey, das hat mir Ausdauer abgezogen. Muss ich aufpassen, dass ich nicht reinstiefel aus Versehen. Das würde mir nämlich ähnlich sehen. Mit einem Greifhaken kannst du dich über Abgründe schwingen. Halte nach Ankerstellen Ausschau. Ich habe aber noch keinen Greifhaken. Ha. Das ist natürlich belastend. Die Dinge auch kaputt. Ja. Und die geben Metallschrott. Gut zu wissen. Da kann ich pennen. Oh ja. Sie legt sich natürlich gleich wieder hin. Nee, okay. Hier ist noch ein Topf. Da ist aber nichts drin. Dann düsen wir jetzt wieder Richtung da oben. Ich glaube, das ist dieses Ding, wo wir hin müssen. Kann es sein? Da führt zumindest der Weg hin. Und hier liegt ein totes Schaf. Okay, das hat wohl der Wolf hier liegen lassen. Aber wenn er es nicht will, dann grabbeln wir uns das. Was ist das jetzt hier? Das sieht irgendwie düster aus. Was haben wir denn hier? Wieder irgendwelches Schuttgedingste? Was steht da? Büsche. Was ist denn das jetzt? Sind das Bienen? Wieso greifen mich denn Bienen an? Ich habe euch gar nichts getan. Okay, Leute. Also, Büsche können dich verbergen. Wenn du dich in ihnen befindest, drücke C, um dich zu ducken und zu verstecken. Benutze sie, um dich an Gegnern heranzuschleichen. Muss ich mich jetzt heranschleichen? An welchen Gegner vor allem? Den da hinten.
Oder wie? Ja, weiter wie hier kann ich aber auch nicht. Aua, der tut weh. Der tut weh. Wow. Oh, jetzt sind sogar zwei. Naja, okay, der ist schon mal tot. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Lass mich in Ruhe. Willst du eigentlich von mir? Ja, was du kannst, kann ich auch, Junge. Ah, nein, das war falsch. Ah. Easy. Ich habe irgendwas, was ich noch nicht kenne. Ein mysteriöses Fläschchen. Das schaue ich mir an, wenn ich mich sicher fühle. Okay. Hier sind Pflanzenfasern. Hier ist so ein Ding, was auch immer das ist. Hier sind auch solche Dinger. Damit kann ich aber nichts machen, oder? Ah, doch, ich kann da reingehen. Hallo. Hier kann man was durchsuchen. Wasser, Tierfell und Metallschrott. Kann man auch wieder rein. Hier ist eine Leiter und da ist was zum Lesen. Okay. Ah, das hätte ich fast übersehen. Das kennen wir auch alles schon. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von den Flammen verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass der Seelenkessel hält. Als ob mein Leben davon abhänge. Und das tut es wohl auch. Balthasar. Die Ratte namens Igni. Oh nee, da ist schon wieder was zu lesen. Was ist denn das? Ach, Fellfetzen. Und Stofffetzen und Wasser. Und eine Truhe. Explosive Schwarzpulverkugel, die kenne ich schon. Heureka, bei den Erbauern. Ich habe es geschafft. Equilibrium, das Subjekt verwest nicht, unberührt vom unerbittlichen Fluss der Zeit, die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben, wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Mein Gott, dieses Scheiß da immer, wenn man plündern will. Sind wir jetzt hier fertig? Scheint so, ne? Dann gehen wir da wieder runter. Und es wird schon wieder dunkel. Es schmeckt mir gar nicht. Das haben wir schon gelesen. Was ist hier? Fellfetzen und Wasser. Ausrüstung reparieren. Naja, auf jeden Fall. Das ist ja geil. Hier sind nochmal solche Fässer. Und was ist hier? Tierfell, okay. Okidoki. Was haben wir hier? Ja gut, das lassen wir jetzt mal sein. Es wird dunkel. Ich weiß nicht, was mich da noch erwartet. Wo sind die Fackel? Where is the Fackel? Jetzt gehen wir einfach mal da rein. Krypta der Erbauer, Schmied. Neuer Ort markiert. Oh, da hinten ist, glaube ich, auch so ein Hiopai. Ups. Komm schon, vor dir habe ich doch keine Angst, du. Anstatt dass er kämpft, muss er erstmal hier den Hart markieren, um dann umzufallen. Naja, soll mir wurscht sein. Und wieder was zum Lesen.
Wage dich hinaus, es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funken in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter erheben. Von Balthasar. Balthasar, was ist da hinten? Ah. Oh, cool. Ein Dietrich. Handwerk. Dietrich. Metallschrott. Kein Slot im Rucksack verfügbar. Das ist blöd. Was ist denn das hier? Provisorische Sense. Nahkampfwaffe. Schnitt und Stich hat aber auch nur 11 Schaden. Genauso wie der andere Schmarrn. Brauche ich die? Nee, ich zerlege die, weil ich habe ja immer noch die Axt. Und ich habe ja dieses Elixier hier gefunden. Plus 30% Schadensmultiplikator und minus eine Minute maximale Zeit im Miasma. Hält anscheinend 30 Minuten. Dieses Elixier des Miasmas gewährt große Macht zu einem hohen Preis. Erhöht deinen verursachten Schaden um 30%, verringert deine maximale Zeit im Miasma um eine Minute. Okay. Na gut, jetzt habe ich ja wieder einen Platz frei. Ach so, ja, ich muss ja den Dietrich zuerst machen. Ich vergaß. Jetzt. Sie sieht auf jeden Fall cooler aus wie die anderen Truhen. Metallsternstreitkolben. Nahkampfwaffe Stufe 1. Stichwucht. Ein sechskantiger Streitkolben aus schwerem Metall. Der Kopf dieser Waffe ähnelt einem Stern. 11 Schaden. Ich nehme ihn jetzt mal mit, aber... Wie gesagt, das andere Zeug macht auch 11 Schaden, also... Weiß jetzt auch nicht. Was ist das hier? Seele entdeckt. Oswald, was? Oswald wer? Oswald irgendwer. Rezept freigeschaltet, Beschwörungsstab. Fellbrustpanzer, plus 16 mehr unter Schmied. Finde den schlafenden Überlebenden, beschwöre den Überlebenden... Ist denn J hier? Du hast einen Überlebenden gefunden. Bringe ihn mit einem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Okay. Sorry, die Müdigkeit kickt gerade. Kohle bei Kohlebrennofen. Metallplatten. Cool. Also ich habe jetzt irgendwie ihn gefunden und den muss ich jetzt also irgendwie in meine Base bringen. Was ist hier? Wenn du dich ausruhen musst, kannst du schnell zu deinem Zuhause zurückreisen, indem du deine Karte öffnest, navigiere mit, was ist das, eine 1 oder L, zur Karte und wähle dein Zuhause aus. Ich kann schnell reisen? Das muss ich mir mal anschauen. Also mein Zuhause auswählen. Ach, echt krass. Dann machen wir das doch jetzt mal. Ist ja endgeil. Das ist ja richtig nice. Und wer hat hier eigentlich die Tür aufgelassen? Da waren Fragezeichen. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Ach stimmt, hier war ja auch noch was mit diesem Flammenaltar. Altar aufwerten, erweitere deinen Baubereich. Aber das brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht, oder? Stärke die Flamme. Ach genau, da erhöht sich die Zeit im Miasma. Charakter, Attributsboni geht von 0 auf 1. Ich weiß jetzt nicht, wann das sinnvoll ist, das zu machen. Ich will jetzt eigentlich erstmal der Quest noch hier folgen. Reparieren. Und was haben wir denn jetzt hier alles? Was ist denn hier? Gerüst B, Gerüst A. Feuersteinblock, den haben wir vorher freigeschalten. Steinblock kenne ich, Holzblock kenne ich. Geteerter Holzblock, der sieht etwas dunkler aus wie der normale. Ja, macht ja auch Sinn. Und Miasma-Holzblock. Schade, dass man das nicht irgendwie anschauen kann. Und hier haben wir diese Dachblöcke.
Ja, okay, nicht schlecht. Stauraum. Kleine magische Truhe. Brauchen wir eine kleine Truhe, Miasmasporen und Miasmaflüssigkeit. Gut zu wissen. Die Hake. Gleiter. Dafür braucht man auch Miasmaholz. Ah, cool. Und den Greifhaken. Dafür braucht man Sporen. Wo habe ich denn die jetzt gefunden? Ich glaube, die waren immer bei diesen Dingern im Miasma, gell? Tische. Feuerstelle. Stühle. Türen. Geschirr, Zäune. Ja, krass, was man jetzt alles schon, was ich jetzt alles schon gelernt habe. Ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt. Aber, was hat er gesagt? Ich muss irgendeinen Stab machen. Hier, Beschwörungsstab. Das ist praktisch, dass das dann immer hier quasi als Questsymbol angezeigt wird, was man braucht. Ah, kein Slot mehr verfügbar. Mann, wo ist unsere Kiste hier? Okay, was können wir denn alles reinpacken? Ich probiere jetzt einfach mal da alles abzulegen. Ja gut, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen mehr Platz. Und dann brauchen wir den Beschwörungsstab. Ah, ich bin manchmal auch echt dumm. Ich habe die Äste nämlich reingetan. So, jetzt aber. Gut, wo ist er jetzt? Wo ist der Beschwörungsstab? Ah, hier, hier? Ja. Dann ziehen wir den hier rein. Und Beschwörungsstab bereit machen. Tabulator. Aktueller Überlebender, verfügbarer Überlebender. Oh. Oh. Das war so jetzt nicht geplant. Hallo? Kann ich den irgendwie nochmal platzieren? Ich habe ihn halt einfach jetzt in die Luft platziert. Ja, gut, okay. Was muss repariert werden? Oswald Anders, der Schmied. Das erinnert mich tatsächlich wieder an den Witz, den ich letztens gelesen habe. Ich glaube, irgendwo auf Facebook oder so, in dem es hieß, ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Und jetzt, wo ich Oswald Anders lese, da muss ich gerade wieder dran denken, aber egal. Also der sagt uns jetzt Herstellung der ersten Ausrüstung und läuterndes Feuer. Erste Ausrüstung hört sich gut an. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammenblut. Du brauchst ordentliche Ausrüstung, gut. Dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert, eine Stachelkeule oder Rüstung herzustellen, wäre ein guter Anfang. Ja, und. Aha. Aha. Was haben wir denn hier alles? Eine Schmiede können wir bauen. Einen Kohlebrennofen. Nägel kann man machen. Äxte, Spitzhaken. Dietrich kann man da auch machen. Aber den kann ich doch in meinem Inventar auch machen. Stachelkeule oder derbes Schwert. Okay, das hat immerhin dann schon 17 Schaden. Fellrüstungsset sieht auch auf jeden Fall chilliger aus als das, was man machen kann. Und Geschirr. Was ist hier? Ausrüstung verbessern. Hier sind alle Gegenstände aus deinem Rucksack und deiner Aktionsleiste angeführt, die aufgewertet werden können. Die Verbesserung eines Gegenstands schaltet neue Perks frei. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zerlegst. Aha, ich verstehe. Das heißt, wenn ich den jetzt verbessere, dann bekomme ich plus zweimal Schnittschaden dazu, korrekt? Aber ich will den nicht verbessern. Wenn, dann will ich mir doch erst bei dem irgendwas Neues craften. Gut, was sagt die Flamme da jetzt? Du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Okay. Aber ich würde sagen, nachdem wir jetzt unseren guten Oswald gefunden haben, beende ich den Part an dieser Stelle. Ich würde so gerne wieder weiterspielen, aber.
ich muss noch ein bisschen warten, denn ich will ja auch auf eure Kommentare eingehen. Und ja, es nervt mich total, dass der jetzt in der Luft platziert ist. Also schreibt mir gerne, wenn ihr wisst, wie ich den da wieder runterbekomme. Also in diesem Sinne, joint nach wie vor gerne in meinem Discord und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.